Geh mal ein bisschen weg mit der Lampe, mit deinem Finger. Man kann das. Ich hoffe, das war nicht zu weit. Flattermann. Ich habe hier Arm. Mann. Ich bin weg. Ich bin kletter da rauf. Los, los. Halt die fest. Sieht man's. Ja, ist zu nah. Jetzt. Er lebt. Frag dich nur, wie lange noch. Ich hoffe, der war vorher schon schwarz. Zwei ausgesucht, die was besser sind. Da haben wir noch weniger Platz. Geht das überhaupt? Ich muss mal rüberfahren. Das kann man auch. Große Probleme mit der vorderen rechten Tür. Wenn ich die zu mache, dann ist sie da herunten. Und egal wie ich sie einstelle, ist sie immer zu tief. Die gehört da hinten her. Deswegen muss sie da vorne
Da lege ich jetzt zwei Unterlegscheiben unter, damit die Tür weiter vorne ist und hinten aufkommt. Mal schauen, ob das geht. Beim Türeinbau und was soll ich sagen, die Tür geht nicht mehr zu, weil sie da ansteht. Boing, boing, boing. Ja. Das ist jetzt eine neue Tür und das ist der Unfallrahmen. Jetzt ist das im Weg. Da stehe ich an. Genau da, wo es geklickt wurde. Angst, das ist ein Schonhammer. Ja. Passt! Und die fällt ein ins Schloss, gell? Perfekt. Oh, es ist sauknapp da, gell? Madonna. Jetzt schau ich mal um, wie die von außen ausschaut. Der ist total gerade rein da. Da stimmt es ja auch nicht, gell? Das ist halt noch von Unfall wahrscheinlich. Ja. Vorne. Das Schloss fällt sich echt super, eben. Das ist leider Gummi das Problem. Das ist echt ein Problem, der Gummi. Das ist super. Wird richtig gut ausschauen, wenn er fertig ist. Es ist immer schön, wenn einer die Halle verlässt. Da ist er jetzt 9 Wochen gestanden. 9 Wochen kitten, schleifen, lackieren. Und so schaut es jetzt aus. Wenn wir jetzt mal richtig schön sauber machen wieder. Die Verkleidung geht auch ins Auto. Und dann schaut es wieder perfekt aus. Zack. Richtig viel Dreck und Staub und noch ein paar Schrauben, die können jetzt noch rüber.
zum Zusammenbauen. Jetzt tun wir die Scheiben rein. Gut. Let's go. Scheiben. Dennis ist schon beim Auspacken von der neuen Scheibe. Mensch, das stellst du auf YouTube, das heißt Unboxing. Unboxing der neuen Scheibe. Die ist grün getönt. Mit grünen Streifen oben. Schaut ziemlich cool aus, da so. Ja, die kommt jetzt von da nach da. Let's go. Jetzt gehen wir rüber, jetzt machen wir die andere Seite. Das klingt schon. Aber jetzt fahren wir gleichmäßig hinauf, weißt? Schaffst du nicht, gell? Das war gut, mach weiter. Gehen wir mal. Hallo Gerhard. Hallo. Du bist ja schon wieder ganz ungelegen. Ich kann jetzt aber nicht auslassen. Magst du ein bisschen warten? Ha? Soll ich? Wie lang? Soll ich zu meinem Preis fahren und wieder kommen? Ja. Lotto geben. Dann kommen wir wieder, oder? Ja. Halbe Stunde, Stunde, ich weiß auch nicht genau. Schwer zu sagen. Ist der lieber Sparta, oder? Soll ich, bist du noch da in einer Stunde? Noch komm ich in einer Stunde? Da, ja. In einer Stunde bin ich da. Ist der lieber? Ja. Ja, nachher ist gut. Und sind schon geschwommen, wenn es Bäger sein soll? Ich probier's. Ich bin daheim. Wenn es Bäger sein soll, dann sind schon in der Stunde. Danke, okay. Gauti. Gerne, es geht ein. Gut, gut, sehr gut. Sehr gut. Ja, ja, ja. Scheibe ist auch drinnen. Jetzt haben wir noch eine Scheibe. Eine haben wir noch. Ah. Und alles putzen. Putzen, putzen, putzen. Das war ein kleiner Kraftakt. Hat man gar nicht gemeint. Ja, aber jetzt ist drin. Unfallsäule, ja, ich glaube auch, weil da nichts passt. Sieht man an der Tür. Ne? Oben haben wir so viel Spalten, und dann wird es immer kleiner, kleiner, kleiner.
Und dann wird es wieder größer. Da ist wieder groß. Und dann wieder kleiner, kleiner, kleiner. Aber die fallen jetzt super ins Schloss. Die darf jetzt perfekt passen. Lässig war das. Ja, ohne Gummi ging es gut. Ja. Gummi ist der Spielverderber. Fein, die Scheibe ist drin. Jetzt ist der Gummi auch rein, aber nicht ganz. Der Dennis hat da ein bisschen gepfuscht. Semi-Dennis. Und wer muss das wieder retten? Der Gerhard. Kannst du da mal halten? Ja, ich kann da mal halten. Oh, Kratzer. Very good, very good.
Das ist ein super Hohlraumschutz. Ich kann einmal zeigen, wie der auseinanderspritzt. Achtung! Ich hoffe, das hat man gesehen. Der nebelt gewaltig alles aus. Perfekt. Also die Tür rostet nicht mehr. Drüben habe ich schon alles gemacht. Dann braucht man nicht mehr da hinten innen was machen. Ich muss auf die Bühne fahren, später. Jetzt nehmen wir da schon überall Hohlraumschutz rein, Vollgas. Das genügt einmal dabei. Es ist nicht mehr weit. Jetzt haben wir gleich mal fertig. Schaut gleich viel besser aus. Ne? Die Waffen mache ich jetzt auch noch schön schwarz. Und da muss ich noch ein Türgummi neu machen. Das macht Gummiteile schön schwarz und riecht gut. Jetzt schaut es cool aus, oder? Finde ich schon. Schon cool. Richtig weit. Das habe ich dann bald geschafft. Also das Auto ist großteils zusammengebaut. Ich sehe gleich mal so Kleinigkeiten, wo ich noch putzen muss und so. Am meisten Sorgen und am meisten frustriert bin ich über den Türgummi. Ah, das ist, den habe ich eingeklebt. Flatti, danke. Gehst du raus da? Zack, zack. Hoffentlich stört niemand den Hundepfoten Spuren. Na gut. Und dann ist die Tür nicht mehr zugegangen.
Dann habe ich den Gummi wieder rausgerissen, weil ich wissen wollte, ob es der Gummi ist. Perfekt. Wirklich super. Ne? Fällt total fein ins Schloss. Was soll ich jetzt tun? Wenn ich den Gummi rein tue, dann geht es so haut. Drüben geht es jetzt auch haut. Die neuen Gummis sind ein Horrortrip. Entweder den alten Gummi wieder rein, dann wird es sicher besser, aber. Trinke mal einen Kaffee noch und überlege mir das. Gut. Aber die Felgen schauen cool aus, gell? Die Raufen. Lässig. Das ganze Auto ist gewaltig. Richtig cool. Jetzt mache ich da, wo ich überall geschwarzt habe, also auch hinten bei der Stoßstange überall ein Seil von unten rein und so auch bei die Stellen, die es halt leicht huschen. Weil ich beim Radlauf auch, wo ich geschwarzt habe, rechts. Schaut dort rein, habe ich geschwarzt, da sieht man die Bleche und das Versiegel jetzt. Da beim Radlauf auch ein bisschen. Eine leichte Schicht. Das ist sowieso klar. Bei so einem Oldie darf man auf keinen Fall eine brutale Unterbodenschutzschicht machen. Das ist ein Horror. Also das ist ein Frevel, sagen wir so. Wenn man darf nur ganz eine leichte, dezente Schicht machen, das ist okay. Da habe ich auch geschwarzt. Schauen wir da. Da habe ich auch geschwarzt. Das ist alles Versiegelung von dem neuen Radlauf und jetzt kommt eben noch eine Schicht Seil von drauf. Schaut nicht so schlecht aus. Okay, jetzt da weiter. Nur eine dezente Schicht. Ganz ein bisschen. Das reicht schon. Hohlräume darf man ruhig ein bisschen mehr. Der Unterboden zu viel versaut, aber so ist guter Schutz. Also wenn man das alle Jahre mal macht oder alle zwei Jahre, je nach Härte des Winters oder wenn man im Winter nicht fährt, ist noch besser. Dann reicht das aus, dann rostet er nicht. Weiter geht's.
auf geht's zum nächsten Projekt. Was das ist, weiß ich noch nicht, aber es kommt immer wieder ans daher. Aber so große Sieberlinge nicht mehr, nur mal kleinere. Danke fürs Zuschauen. Every single day.